Das Stadtfernsehen Salzkotten wird präsentiert von der Volksbank Brilon-Büren Salzkotten, der Kaffeerösterei Benzlips, der Firma MIG, der Bäckerei Lange und Rewe. Wir sind beim 25. norddeutschen ADAC Kartslalom im Endlauf. Schauplatz dieser Jubiläumsveranstaltung, das Gelände von CP Autosport, direkt am Airport Paderborn-Lippstadt gelegen. Hier haben sich heute die besten Jugendkartfahrer der Region Berlin-Brandenburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Weser-Ems und Ostwestfalen eingefunden. Bei bestem Rennwetter konnten die Zuschauer hier großen Sport erleben. Alle der jungen Piloten mussten in den vorangegangenen Rennen sich erst einmal qualifizieren und auch der Motorsportclub aus Thüle war mit einer Delegation vertreten. Der MSC Thüle war auch einer der ersten Clubs, die sich mit dieser Motorsportart für den Nachwuchs beschäftigten, wie der ehemalige Vorsitzende Hubert Bödecker weiß. Weil man muss auch etwas zurückgreifen. Anfang der 70er Jahre war der MSC Thüle hier in Ostwestfalen der erste Club, der praktisch diese ganze Geschichte mit dem Kartslalom, Jugendkartslalom, ins Rollen gebracht hat. Damals unter Federführung von Josef Jäger. Inzwischen ist dieser Verein eine feste Größe in der Szene geworden, wurde sogar heute mit der Auftragung dieser hochkarätigen Meisterschaft beauftragt, der Vorsitzende Georg Schulte. Wir mussten alles hier herrichten, um die ganzen Regionalclubs hier entsprechend empfangen zu können. Und da sind wir natürlich auf Hilfe der Unternehmen hier angewiesen, dass einmal die Firma CP Autosport und das Unternehmen Unity, die uns hier wirklich vorbildlich unterstützen bei der ganzen Vorbereitung, und der ADAC OWL natürlich auch. Unterstützung auch von den Sponsoren Christoph Plast. Es ist gut, die Sponsoren früh zu binden, auch schon über den Kartsport, weil es einfach wunderschön, wenn man schon den 6-Jährigen angefangen auch Unterstützung bieten kann. Am ersten Mal dieses Programmheft in diesem Jahr mitentworfen, wo man dann auch unsere Hauptsponsoren CP Autosport und Niggemeier, das Autohaus in Salzkotten, die Unity AG sieht. Aber es sind noch viele andere Sponsoren, die wir auch im Heftchen mit haben, die auch uns als Verein unterstützen. Der MSC Thüle, er hatte mit Leon Litau, Julian Friesen und Kevin Altmix drei Fahrer hier am Start. Der aussichtsreichste Titelaspirant aber, OWL-Meister Nils Ende, konnte nicht mitmachen. Warum? Ich bin auf dem Schulhof gestolpert und habe mir leider den Arm gebrochen. Kartsport begeistert die Young Generation, doch an die jungen Piloten werden auch erhebliche Anforderungen gestellt. Reaktion und Fahrgefühl, das sind die Voraussetzungen, um so einen Kart erfolgreich um die Pylonen zu steuern. Für den Laien ist der Pylonwald eher ein Buch mit den 7 Siegeln. Doch für die Teilnehmer sind solche Hindernisse wie das Y, die Spurengasse, das Schneckenhaus, der Brezel oder das deutsche Eck kein Problem. Denn regelmäßiges Training ist immer angesagt, wie Nils Ende weiß. Wir trainieren immer samstags hier bei CP Autosport am Paderborner Flughafen, immer von 14 bis 16 Uhr an der großen Halle von CP Autosport. Gefahren werden hier baugleiche Karts mit einem Viertaktermotor, 200 Kubikzentimeter Hubraum bei 36 PS. Ein Schiedsgericht wacht darüber, dass die Hindernisse auch einwandfrei durchfahren werden. Eine umgefahrene Pylone kostet dann auch gleich 2 Strafsekunden. Am Ende wird die gefahrene Zeit dann elektronisch registriert. In den 5 Altersklassen waren hier heute 90 Teilnehmer unterwegs, die sich einen harten Fight um die Pokale lieferten. Nicht alle schafften am Ende den Sprung in die Pole Position. Einige von ihnen brauchten dann auch einen ganz besonderen Trost. Ein sportlicher Erfolg aber für den MSC aus Thüle. Kevin Altmix belegte einen hervorragenden 2. Platz. Leon Litau wurde 15. seiner Klasse und Julian Friesen fuhr auf Rang 8. Am Ende durfte man dem ausrichtenden MSC Thüle ein dickes Kompliment für eine perfekte Organisation machen. Der 25. norddeutsche ADAC Kartslalom, eine großartige Werbung für einen tollen Sport. Das Stadtfernsehen Salzkotten wird präsentiert von KD Fliesentechnik, der Stadt Salzkotten, RWE, der Dienstleistungsgruppe Salzkotten und dem Einrichtungshaus Niggemeier.